So, herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal, mal wieder auf meinem Desktop. Heute möchte ich euch zeigen, weil die Frage einfach verdammt häufig in letzter Zeit kam, wie ihr euren Mauscursor in EM4 ändern könnt. Dieser Standard-Mauscursor ist ja nicht ganz so schick und deshalb gibt es da eine Möglichkeit, um diesen dauerhaft zu ändern. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich Emergency 4, sonst macht der ganze Spaß keinen Sinn und ihr braucht das Standard-Biberfelde. Ja. Dann geht ja als erstes zu eurem Hauptverzeichnis für Emergency 4, dabei in euren Mods-Ordner, in das ganz normale Biberfelder und geht dabei auf UI, Game, Icons, Cursor und kopiert euch einfach mal diese ganzen Daten hier raus. Einfach auswählen, Rechtsklick kopieren und dann geht ihr wieder auf euer Hauptverzeichnis von Emergency. Dort findet ihr einen Data-Ordner. Dort geht ihr drauf, dann wieder auf UI, auf Game, auf Icons, so jetzt habe ich kurz überlegt, und auf Cursor. Und dort Rechtsklick, einfügen, klar bei mir ist das jetzt, aber ich kann es dann auch mal machen. Und das war's schon. Schon habt ihr alle diesen ganz, ganz tollen Mauscursor und könnt da, weiß nicht, keine Ahnung, ein bisschen angenehmer spielen. Auf jeden Fall ist das eine ganz coole Sache. Das war schon. Ich will es auch nicht weiter hinauszögern. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. War's auch mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.